Gründliches Händewaschen ist wichtig, um Krankheiten vorzubeugen. Das gilt auch für den sogenannten Krankenhauskeim, den MRSA. Im Clementinenhaus in Hannover wurden wir in einer Pressekonferenz umfassend aufgeklärt, wie sich Ansteckungen in einer Klinik reduzieren, ja sogar vermeiden lassen. Ein umfassendes Screening ist die Methode, mit der man die Keime aus dem Haus raushalten will. Ungefähr ein Drittel, 20, 25, teilweise bis 30% wird gesagt, der Bevölkerung sind befallen. Wobei man sagen kann, wenn jemand diesen Keim hat, kann das sein, dass er nach einer Woche, nach zwei Wochen, nach einem Monat einfach wieder verschwunden ist. Und deswegen ist es aber ganz wichtig, es gibt bestimmte Risikopatienten, die das vermehrt haben. Und die müssen dann wirklich gescreent werden, das heißt untersucht werden. Und dass man das feststellt, dass man diese Patienten nicht mit dem Keim hier ins Krankenhaus holt und ihn auf andere Patienten weiterverteilt. 2015 wurden von 12.000 aufgenommenen Patienten 9.000 getestet und bei 160 wurde der Keim gefunden. Soweit kein Notfall vorliegt, müssen positiv getestete Patienten sich dann zur eigenen Sicherheit erst sanieren lassen, bevor ein geplanter Eingriff durchgeführt werden kann. Die Patienten bekommen von uns eine Anleitung und Substanzen, das heißt eine Waschlösung, Nasengel, Rachenspüllösung, wie sie selber sich, man nennt das dekontaminieren, also befreien von dem Keim. Das wird 5 Tage durchgeführt und nach diesen 5 Tagen finden 3 aufeinanderfolgende Abstriche noch einmal statt, um zu sehen, dass der Keim weg ist. Und wenn der Keim dann weg ist, werden die Patienten einbestellt und dann operiert. Was ist es, was diesen Bakterienstamm vor allem im Krankenhaus so gefährlich macht? Der Staphylococcus aureus ist ein Keim, der überall vorkommt und gar nicht unbedingt Krankheiten hervorrufen muss. Und wir haben jetzt das Problem, dass dieser multiresistente Keim, der ist resistent gegen ganz viele Antibiotika und deswegen wird er dann oder kann dann gefährlich werden. Zurück zum Anfang. Über die Hände kommen Keime in den Mund und die Nase und im Krankenhaus halt auch in Wunden. Darum ist vor allem hier Hygiene das oberste Gebot, um einer Verbreitung vorzubeugen. Übrigens kann auch Ihr Hausarzt Sie vor einem Krankenhausaufenthalt auf den Keim testen. Dann müssen Sie nicht erst noch einmal nach Hause.